Im Unternehmen von Philipp Scheffel schaut man positiv in die Zukunft. Hier im brandenburgischen Strausberg will er den Traum vom umweltfreundlichen Fliegen wahr werden lassen. Und zwar in den nächsten 10 Jahren mit grünem Wasserstoff. Brandenburg dafür in seinen Augen ein idealer Standort. Wir haben viele Windräder, viele Solaranlagen, das heißt Energiequellen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und deswegen ist Brandenburg ein guter Ausgangspunkt, um emissionsfreie Technologien zu entwickeln. Wie Philipp Scheffel bewertet die Mehrheit der Unternehmer hier laut aktueller Umfrage das Potenzial des Ostens als Wirtschaftsraum grundsätzlich positiv. Der Fachkräftemangel ist für Unternehmer im Osten das drängendste Problem. Wir fahren einmal quer durch Brandenburg. Ob Industrie oder Handwerk, überall bekommen wir dieselben Herausforderungen benannt. Auch Kfz-Meister Ringo Becker aus Wandlitz will, dass Energiewende und Mobilitätswandel gelingen. Doch auch er kämpft um Fachkräfte. Auch das niedrige Lohnniveau ein Problem und Erhöhung sei schwierig. Aufgrund der Höhe dieser Abgaben bleibt uns im Handwerksbetrieb relativ wenig finanzielle Luft, um Anreize zu schaffen, um unsere Mitarbeiter dementsprechend zu halten. Die nächste große Herausforderung ist der Mobilitätswandel, den wir mitgestalten müssen irgendwie. Die Ausbildung halte mit dem technologischen Fortschritt kaum mit. Und die Politik müsse erkennen, dass auch das Handwerk zu einer funktionierenden Wirtschaft gehöre. Man müsse im Gespräch bleiben, fügte er noch hinzu. Für echte Gespräche braucht es allerdings die Gelegenheit und Grundvertrauen. Letzteres haben viele Bürger in Ostdeutschland aktuell nicht in die Ampelregierung. Die AfD hat Rekordumfragewerte. Hier in Fürstenwalde wird der Kanzler vergangene Woche lautstark ausgebuht. Hau ab, skandieren sie. Und auch andernorts ist die Stimmung kaum besser. Man hat den Eindruck, sie sind oben und wir sind unten und haben keine Verbindung. Wie soll es weitergehen? Ja? Und ist es ziel- und zweckführend, jetzt deswegen Menschen aus anderen Regionen, Religionen, Völkern, Ländern zu rekrutieren? Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum wird Kanzler Olaf Scholz heute deutlich. Es brauche mehr als nur höhere Löhne als Anreiz, in den Osten zu kommen. An der schönen Landschaft, an bezahlbaren Wohnungen, an bezahlbaren kostenlosen Schulen und Kitaplätzen wird es hier im Osten nicht scheitern. Doch zu alledem braucht es auch einen Bewusstseinswandel, übrigens im ganzen Land. Nämlich die Einsicht, dass ausländische Fachkräfte nicht nur gebraucht werden, sondern wirklich willkommen sind. Applaus gibt es aus der Wirtschaftselite. Sie weiß, ohne Zuzug wird sie in Schwierigkeiten geraten. Aber das Forum ist kein Bürgerdialog. Da sind dann wohl noch Gespräche gefragt.